Hallo meine Lieben, der Monat August ist jetzt um und ich dachte mir, ich drehe euch schnell mein Aufgebraucht-Video ab. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen. Es ist relativ dunkel hier gerade. Aber das soll uns nicht stören. Fangen wir doch direkt mal an. Ich habe gelernt von Balea, die Intensivpflege-Haarmaske mit Vanille und Mandelöl. Die kann ich nur empfehlen. Ich mag sie sehr gerne. Sie riecht sehr süß durch die Vanille. Und man riecht die Mandel auch gut raus. Es war so eine, da sieht man es noch ein bisschen, so eine weiße Haarmaske enthalten. Sie hat die Haare sehr gut gepflegt und die Haare waren weich, angenehm. Sie ist extra für beanspruchtes, geschädigtes Haar. Und es sind 200 Milliliter enthalten. Ist für mich ein klares Nachkaufprodukt und wird auch dementsprechend wieder nachgekauft. Dann geht es weiter wieder mit Balea. Das Todesmeer Salzölpeeling mit Limonengrasduft. Da hatte mich Nadel damals angefixt mit. Und nach langem Hin und Her habe ich es mir dann gekauft. Habt ihr jetzt alle, ihr seht, ein bisschen sieht man es noch. Das war so ein grünes Peeling. Und da waren 250 Milliliter enthalten. Und ich muss sagen, wenn ich meine aktuell noch stehenden Körper. Meine noch stehenden Körperpeelings leer habe, kaufe ich mir das auf jeden Fall nach. Also definitiv angefixt und beibehalten. So, dann geht es weiter. Dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Der Taschentücher leer. Ihr seht wieder ein hübsches Motiv drauf. Die Kindertaschentücherbox mit 100 Taschentüchern. Diesmal vom Baby Dream. Ich hatte euch ja schon oft genug gesagt, ich kaufe mir die immer da, wo ich gerade bin. Weil die bei uns für alles genommen wird. Und brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ist ein klares Nachkaufprodukt und wird auch immer wieder nachgekauft. Wenn ich aus dem Bild verschwinde, nicht wundern, ich habe hier den Mülleimer stehen. So, dann geht es weiter mit einer Mundspülung von Dontodent. Total Power Rundumschutz Mundspülung. Das war so eine lila, ne? 500 Milliliter waren enthalten. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich von dieser Sorte halten soll. An sich Dontodent finde ich ja gut, aber die Sorte, ich werde sie mir nochmal nachkaufen, weil ich wurde mir einfach nicht einig, ob ich sie nochmal nachkaufe oder nicht. Die hat einen ganz eigenen Geschmack. Das ist so ein scharfer Geschmack, aber nicht lange scharf, aber ich kann ihn auch nicht komplett deuten. Hier steht zwar drauf Minzgeschmack, da unten, aber ich würde behaupten, Minz ist es definitiv nicht. Dadurch mal schauen, aber an sich Dontodent Mundspülung immer wieder. Also ihr seht hier gerade, mein Tüte ist gerade abgehauen. Da habe ich meinen Müll drin. Dann ist leer gegangen von Palmolive ein verwöhnende Pflege, also ein Pflegebad, ein Cremebad. Ein Cremebad. Enthalten waren 750 Milliliter mit Kokos- und Feuchtigkeitsmilch. Ich glaube, ihr könnt das lesen. Brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Es riecht einfach nur super. Leicht nach Kokos, aber ich finde, der Kokosgeruch ist kaum wahrnehmbar. Und ist für mich ein klares Nachkaufprodukt, wird auch immer wieder nachgekauft, wenn ich dran denke und landet auf jeden Fall immer wieder mal im Einkaufskorb. So, dann geht es weiter mit wieder Balea. Die Öl-Repair-Spülung von Balea brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Habe ich euch schon sehr oft gezeigt. Sind 200 Milliliter enthalten, kaufe ich ja auch regelmäßig nach. Das Tiefenpflege bei Haarschäden, kräftig brüchiges, splissanfälliges Haar ohne Silikone. Und ich muss wirklich sagen, durch mein Blondieren sind meine Haare relativ angegriffen. Aber damit geht das eigentlich sehr gut. Also ist auch ein klares Nachkauf. Produkt für mich wird immer wieder nachgekauft und genau. Dann habe ich diesmal geleert von Rivaldi Loop die Hydro abschwellenden Augenkorrekturpads. Habe ich euch ja auch zwischendurch immer mal wieder gezeigt. Nach einer langen Nacht oder sowas, wenn man dann morgens wieder los muss, sind die gar nicht so schlecht. Für einen extra frische Kick auf den Augen, also es soll ja für einen frische Kick sein, kann ich euch nur empfehlen, packt euch die mal im Kühlschrank und macht die dann auf Augen. Also das ist nochmal ein extra fühlender Effekt und ich finde sie sehr gut, kaufe sie auch wieder nach. Wenn ich mich jetzt ein bisschen verdrehe, wie gesagt, meine Tüte ist hier weggerutscht, ich muss ein bisschen sammeln. Seht ihr, jetzt weiß ich, was ich nachkaufen wollte. Leer gegangen ist auch von Garnier Hautklar.
Das tägliche Antipickel-Gesichtswasser? Nee, gar nicht wahr. Also die Flasche, das ist aber nicht das Gesichtswasser. Wartet mal. Nee. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich habe mir das gerade an die Nase geschmiert. Das Gesichtswasser, wenn wir schon mal dabei sind, ist auch sehr gut. Habe ich im Schrank stehen, benutze ich gerne. Hier hatte ich eine Abfüllung drin, ungefähr so viel. Von dem Garnier zwei Phasen Micellenwasser für wasserfestes Augen-Make-up mit der gelben Ölschicht oben drauf, damit ich das ausprobieren konnte. Und ich glaube, in dem großen Micellenwasser ist 400 Milliliter enthalten, in meinen anderen ist 400 drin gewesen. Und dieses ölhaltige Zwei-Phasen-Micellenwasser von Garnier werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Also ich hatte es jetzt ausprobiert, habe es auch gerne benutzt. Man hat sich sehr, sehr gut abschminken können damit. Und dementsprechend werde ich mir das nachkaufen, sobald ich meine Abschminkprodukte soweit geleert habe. So, dann geht es weiter mit dem Trockenshampoo von Swiss Superb Frotté. Brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Sind 200 Milliliter drinne. Da ich meine Haare nicht jeden Tag waschen will und jetzt im Sommer sowieso sind die Haare ja eh schneller strähnig als im Winter, finde ich. Wobei im Winter auch durchs Nutzen tragen, also Frühling und Herbst am besten für die Haare. Nein, aber da ich meine Haare nicht jeden Tag waschen möchte, kaufe ich mir regelmäßig das nach und so kann ich die mal ein, zwei Tage noch ziehen vorm Waschen. Ist ja auch für die Haare besser, wenn man sie nicht jeden Tag wäscht. Also ist ein Nachkaufprodukt, was soll ich anderes sagen, mag ich gerne, wird nachgekauft. Dann ist leer gegangen von Garnier Fructis das Anti-Schuppen-Shampoo Citrus Pure. Das hat also einen sehr exotischen Geruch, sehr zitruslastig, riecht aber sehr gut. Ich zeige euch das hier unten auch nochmal mit der Doppelwirkung, auch für schnell fettendes Haar. Ich muss sagen, die Haare haben danach wirklich nicht so schnell nachgefettet. Schuppenshampoo benutze ich eh regelmäßig durch Haarspray, Trockenshampoo etc., damit ich erst gar nicht Schuppen bekomme, weil ich doch manchmal recht empfindlich auf Kopfhaut bin. 250 Milliliter waren enthalten. Ich würde es mir nachkaufen, auf jeden Fall. Aber ich hatte das damals im Ausverkauf gekauft. Und ich weiß gar nicht, ob es das oder jetzt eine neu verpackte Sorte davon gibt. Aber wenn es das noch gibt, würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen. Wenn ihr es mal im Laden seht, riecht mal dran, das riecht. Also, das hat wirklich sehr gut gerochen. So, alles abgehauen hier. Herrlich. Dann habe ich ein Körperpeeling geleert von Embrace. Könnt ihr das lesen? Ich nicht. Mysterious Blush 20. 20, ja. 200 Milliliter waren enthalten. Das war so ein leicht rosa Körperpeeling mit so einem weißen Peelingkörnchen drin. Das sieht man hier sehr gut. Es war eine schöne Aufmachung. Hat sehr blumig gerochen. Ja, hat also wirklich sehr blumig gerochen. Aber nachkaufen würde ich es mir jetzt so nicht. Ich hatte es von der lieben Füchsi bekommen, weil sie es nicht ganz so mochte. Aber wie gesagt, nachkaufen würde ich es mir nicht. Mir ist der Peeling-Effekt zu wenig. Ihr seht ja hier, man kann das ganz schlecht sehen. Da sieht man noch, dass noch ein ganz klein bisschen drin ist. Es kommt aber nicht mehr raus. Und diese kleinen weißen Punkte da drin sind die Peelingkörner. Und die haben mir einfach nicht ausgereicht. Ich habe das Peelen nicht gemerkt, nichts. Und dadurch war das eher wie so ein Waschgel für mich. Und daher würde ich mir es nicht nachkaufen. Also wenn die Peelingkörner ein bisschen größer wären, wäre es sofort ein Nachkaufprodukt geworden. So, das wird jetzt alles abgehauen. Ja, guck mal. Ich versuche hier ein bisschen zu sortieren. Okay. Jetzt alles davon. Also ihr seht, ich habe immer so eine gelbe Tüte dazu. So. Also ihr habt gesehen, ich habe meine schöne gelbe Tüte, wo ich alles drin habe und heute meint ihr nicht so zu wollen, wie ich möchte. Dann ist leer gegangen. So, wir stehen jetzt alle Kopf. Von Blendermate 3D White Vitalis Zahnpasta. Das ist jetzt mal eine andere Sorte gewesen, aber ich finde sie auch sehr gut. Ist ein minziger Geschmack, sind 75 Milliliter enthalten. Das kann man natürlich wieder sehr gut sehen. Ich hoffe, ihr seht das.
Würde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Die Zahnpasta vom Blender Med bin ich ja sowieso sehr zufrieden mit und kann ich nichts Schlechtes mehr zu sagen. Also ist definitiv Blender Med an sich ist für mich ein Nachkaufprodukt. So, dann geht es weiter mit Isanam Man. Ein Augengel Roll-On Q10. Eigentlich hatte ich den mal für meinen Mann mitgebracht. Aber da ich meinen euch ja gezeigt hatte und keinen neuen aufmachen wollte, solange der noch im Bad liegt, habe ich den mitbenutzt und jetzt ist er alle. Entschuldigung. Es waren 15 Milliliter enthalten. Ob ich den so nachkaufen würde, ich für mich selber nicht unbedingt, weil ich bin nicht so der Q10-Benutzer noch nicht, kommt bestimmt noch. Für meinen Mann, wenn er sagt, er möchte einen neuen haben, kaufe ich ihn den auch jeder nach, aber da muss er mir das schon sagen. Viel zu sagen kann ich auch nicht wieder. Ich habe ihn jetzt 3, 4 Mal noch mitbenutzt, dann war der leer, dann habe ich jetzt einen anderen im Bad gelegt. Und er war angenehm, er hat gepflegt, das war es auch, aber viel mehr kann ich euch echt nicht sagen. Dann habe ich Reinigungstücher geleert. Die sehen schon echt mitgenommen aus. Ich habe die am Ende nicht mehr fürs Gesicht benutzt. Die hatte mir auch mal die liebe Foxy mitgebracht zum Ausprobieren. Und ich muss sagen, sie haben komisch gerochen. Es waren 25 Stück drin. Sie haben komisch gerochen. Ich war jetzt mit der Abschminkwirkung im Gesicht nicht zufrieden. Aber ich glaube, Foxy hatte auch gesagt, sie fand die auch nicht so berauschend. Achso, die waren von Essence. Habe ich euch gar nicht gesagt. Und ich habe die ja nachher nur noch zum Abwischen von der Hände und so benutzt, wenn ich Lippenstift oder sonstiges auf der Hand ausprobiert habe. Also definitiv kein Nachkauf für mich. Für mich wäre das eher ein Flop-Produkt, die Reinigungstücher. Es gibt bessere. Und da bleiben wir auch gleich bei den Reinigungstüchern und bei besseren. Ich hatte von Nivea, auch von der lieben Foxy, sie meinte, hier probier die mal aus, die sind gut. Einmal einen Satz Reinigungstücher bekommen, einmal so eine kleine Packung zum Ausprobieren und eine große Packung war da mit dran, ne? Eigentlich war es eine große Packung und die kleine war mit dran. Ne? In dieser Packung waren 7 Stück enthalten. Und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit ihnen. Sie entfernen wasserfestes Make-up, steht hier. Kann ich euch so jetzt nicht genau sagen. Ich habe kein wasserfestes benutzt zu der Zeit, aber normales Make-up nehmen sie recht gut runter. Sie riechen angenehm. Sie haben diesen typischen Nivea-Duft. Also diesen typischen Nivea-Creme-Duft. Wer die blaue Nivea-Creme in der Dose kennt, genauso riechen die Tücher auch. Sie waren feucht genug. Sie wurden auch nicht trocken so schnell oder so. Und es ist ein Nachkaufprodukt für mich. Ich habe mir auch schon eine Packung nachgekauft. Die hatte ich mir im Doppelpack nachgekauft und habe aber nur noch eine davon. Halt dein Schnabel. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Mal gucken, ob es jetzt kurz einen Augenblick Ruhe gibt. Ist heute ein Schimpfer. Wo war ich? Achso, ich hatte mir die als Doppelpack schon nachgekauft. Aber weil ich selber so zufrieden mit der Packung war, habe ich eine von diesem Doppelpack, oh, jetzt juckt mich, meiner Schwester zum Ausprobieren abgegeben. Und bin mal gespannt, wie sie die findet. Aber noch hat sie die nicht angebrochen, sagte sie. So, dann geht es weiter mit einem Duschschaum von Nivea. Pflegedusche sein muss. Cremecare brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich hatte euch meinen Produkttest gezeigt. Das war ein Produkttest, hat diesen schönen Verschluss. Ich bin sehr zufrieden gewesen mit dem Pflegeschaum oder mit dem Duschschaum. 200 Milliliter waren enthalten und ich habe mir bereits eine Flasche nachgekauft. Habe mir die erstmal aber weggestellt und brauche erstmal andere Sachen auf. Weil mir ist aufgefallen, dass auf meinem Balea-Duschgel zum Beispiel ein Haltbarkeitsdatum drauf ist. Das ist mir jetzt irgendwie mal so bewusst geworden, ist mir vorher nie aufgefallen. Und daher brauche ich erstmal das auf, was jetzt nicht mehr ganz so lange haltbar ist, bevor ich das nehme. Aber ist für mich ein Nachkaufprodukt und ich kann es nur empfehlen. So, meine Tüte ist leer. Ich habe jetzt das schon hier. Dann ist irgendwas ausgelaufen in meiner Packung, also ignoriert die Farbe. Leergegangen von Alverde, der Lash Booster. Ihr wisst ja, Alverde ist Naturkosmetik. Ich glaube, so kann man das sehen. Das ist ein Pflegeserum für die Wimpern. Das macht man wie ein Eyeliner über die Wimpern.
Ein- bis zweimal täglich direkt an der Wimpernwurzel auftragen und das soll die Wimpern kräftigen. Also ich hatte den eine Zeit lang regelmäßig benommen, muss sagen, benommen, genommen und muss sagen, in der Zeit hat er wirklich einen Unterschied gemacht. Dann habe ich es eine Zeit lang mal wieder schleifen lassen und jetzt bin ich wieder dabei, das regelmäßig zu benutzen, da durch die Hormonschübe nach der Schwangerschaft ja auch die Wimpern ein bisschen leiden. Nachgekauft habe ich mir schon einen, aber nicht von Alverde. Ich habe den Alnatura, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Den ich jetzt benutze. Und der von Alverde war ganz gut, hat sich gut auftragen lassen. Ach, ich hätte euch ja mal den Pinsel zeigen können, ich Trottel. So ist das mit dem Licht. Mal brennt es nicht. So. Das ist der Pinsel, also ein ganz feiner Pinsel. Den kann man dann so über dem Wimpernkranz einfach einmal ganz dünn auftragen. Und ich mache das immer dann abends und finde es sehr gut. Also wie gesagt, nachgekauft habe ich mir einen von, ich glaube, Alnatura. Und wenn der leer ist, würde ich halt gerne nochmal den vom Balea. Ja, Balea ausprobieren. Da bin ich ja auch so neugierig drauf. Aber bis dahin habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Der hat ja bei mir schon fast ein halbes Jahr gehalten. Also werden die anderen auch nicht weniger halten, denke ich mal. So, dann geht es weiter. Einmal leer gegangen ist von Isana deine Kuscheleinheit, Badekristalle mit Mandelöl. Es waren 80 Gramm enthalten. Das Bild ist halt total niedlich, ne? Mit dem. Also ich muss sagen, es riecht ganz intensiv nach Honig und ich esse ganz selten Honig, ganz wenig auch nur und ich mag diesen Honiggeruch nicht, überhaupt nicht. Aber meine Mädels mögen den total gerne. Dadurch kaufe ich das auch wieder nach. Und die ganze Wohnung, also wirklich die ganze Wohnung riecht, sobald man diese Tüte aufmacht, nach diesem Honig. Wer einen Badezusatz sucht, der ganz intensiv riecht, der sollte den auf jeden Fall mal probieren. Wenn er Honig mag, gibt es im Rossmann zu kaufen. Isana ist ja Rossmann. Und riecht im Laden mal dran. Also man muss wirklich Honig mögen. Und wie gesagt, die dreimal im Jahr, wo ich ein bisschen Honig esse oder mir im Tee mache, kann man da wirklich nicht werten. Dadurch meine Welt ist es nicht ganz, aber meine Kinder lieben den Geruch und also wird hier nachgekauft. So, dann habe ich noch einmal Badeperlen geleert von Aveo Deluxe. Die hatte mir auch die liebe Foxy mitgebracht. Da waren 60 Gramm drin. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das zum Geburtstag war. Ich glaube, zum Geburtstag habe ich die bekommen. Oder zu Weihnachten? Oder zum Kindertag? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, zum Geburtstag hatte ich die bekommen. Ich glaube, bei meinem Geburtstagsgeschenk habe ich euch die mitgezeigt. Es hat total gut gerochen, also richtig lecker. Hat mich so ein bisschen an einem aus Kinderzeiten an einem Kaugummi erinnert von früher. Ist, also erholsam und sinnlich kann ich definitiv bestätigen. Mit Vanille, könnt ihr das lesen? Mit Vanilleduft und Grünteeextrakt. Ich hoffe, ihr könnt das so lesen, weil die Packung spiegelt wirklich. Die Packung an sich finde ich halt auch eine sehr schöne Aufmachung. Und also der Geruch ist einfach nur. Der Geruch ist nur einfach nur herrlich. Wenn ihr einen Müller in der Nähe habt, das ist eine Müller-Eigenmarke, riecht mal dran. Wenn ich einen Müller hätte, würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen. Kann ich leider nicht, weil der nächste Müller ist von uns 250 Kilometer entfernt und nur wegen dem Badezusatz fahre ich jetzt nicht diese Strecke. Okay, machen wir weiter. Ich habe geleert eine Anti-Aging-Augenmaske. Also wirklich eine Augenmaske, die man sich hier aufs Lid und auch unter das Lid schmiert. Ich muss sagen, hier waren, kann ich euch gar nicht sagen, wie viel hier drin war. Ich habe den Rest auch nicht liegen hier. Da waren 2 oder 3 Milliliter nur drin. So viel war das nicht. Da sind 4 Anwendungen drin in der Packung insgesamt. Und diese kleine Anwendung hier war schon für mich alleine viel zu viel. Ich hatte dann nachher mit meinem Mann geteilt. Und auch trotz alledem, dass wir es mit 2 Personen benutzt haben und auch nicht gerade wenig aufgetragen haben, war immer noch was in der Packung drin. Also für eine Anwendung ist diese Packung definitiv viel zu viel. Ich denke mal, 2 Anwendungen auf jeden Fall. Und wenn man ein bisschen sparsam damit umgeht, auch locker 3 ganze Anwendungen, kriegt man aus einem so einen kleinen Stückchen raus. Ja.
Ob es eine Anti-Aging-Wirkung hatte, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, aber ich fand das Hautbild danach sehr angenehm. Also hier unten, es war schön weich. Das Augenlid war auch angenehm. Es hat nicht gespannt, nicht gebrannt oder sonstiges. Und es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ob ich es nachkaufe, weiß ich noch nicht. Weil irgendwie so auf den Augen eine Maske tragen ist immer noch so eine kuriose Sache für mich. Aber ich habe ja noch eine Anwendung, zwei Anwendungen, bin ich mir gar nicht sicher, um mir dann klar zu werden, ob ich sie mir nachkaufe oder nicht. So, dann habe ich eine Probe geleert von L'Oreal. Die Skin Perfection, Anti-Müdigkeits-Tagespflege, enthalten waren, so, könnt ihr das sehen? Ja. 5 Millimeter, ja. 5 Millimeter sind da drin. 5 Milliliter. Ja, es ist eine weiße Creme. Ich komme dann noch ein ganz kleiner Klecks. Ich probiere es mal. Ja, eigentlich ja doch. Also wenn ihr jetzt mal guckt, hier so eine weiße Creme ist das. Ich nehme die auch mal auf den Finger. Hat sehr gut gerochen. Und wenn man die verreibt, ich hoffe, das klappt jetzt. Ihr seht, ich verreibe das. Dann wird die braun. Also es ist so mit Mikroperlen drinnen, mit färbenden. Hatten das Haus. Das Haus. Oh, ey, heute ist nicht mein Tag. Hat das Hautbild verfeinert optisch. Aber so ein Anti-Müdigkeits-Effekt oder sowas habe ich bei mir nicht festgestellt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich benutze seltene Tagescreme. Jetzt bei den Temperaturen benutze ich auch nicht wirklich ein Make-up wegen der Wärme. Und dadurch würde ich sie mir jetzt nicht nachkaufen, weil wenn, dann habe ich meine Tagescreme. Und ich möchte nicht, wenn ich eine Tagescreme benutze, gleich einen Make-up mit drauf haben, sozusagen, weil sie getönt ist. Weil es gibt auch Tage, wo ich einfach gar keine Lust habe, mich zu schminken, und laufe ich komplett ungeschminkt rum. Warum ist denn das heute so dunkel bei euch? Naja, soll uns jetzt nicht stören. Ich hoffe, ihr könnt mich heute trotzdem erkennen. Und daher würde ich sie mir nicht nachkaufen. So, drei Teile habe ich noch für euch. Mein Lippenstift ist leer von Oma, seht ihr. In der Farbe 24 Nude. Den habe ich euch ja schon so oft gezeigt. Das war ja absolut ein Lieblingslippenstift von mir. So sieht die Farbe aus. Ich habe ihn sehr gerne getragen, hat auch gut gehalten. Vielleicht kriege ich ihn nochmal. Ja, das kratzt aber schon. So sieht sie aufgetragen aus. Also ein total natürlicher Ton. Hat auch so einen angenehmen Duft gehabt. Also nicht so künstlich oder so, sondern ich kann euch das nicht beschreiben, aber der Duft war angenehm. Der Lippenstift hat sich gut auf die Lippen angefühlt und nun ist er leer. Ob ich ihn nachkaufen würde, aktuell nein, weil ich habe genug Lippenstifte. Wenn ich jetzt nur ein, zwei Lippenstifte hätte, würde ich mir den sofort nachkaufen, wenn es den noch gibt. Aber das kann ich euch wirklich nicht sagen, weil den habe ich schon Jahre. So, dann ist leer gegangen von Catrice. Camouflage Creme. Also diese Abdeckcreme, so sah die aus. Ihr seht, ich habe sie eisern versucht leer zu machen. In der Farbe 010 Ivory. Die Farbe hat perfekt gepasst. Vielleicht könnt ihr das so besser lesen. Die Farbe hat perfekt gepasst, hat sehr gut abgedeckt, aber diese Creme ist extrem fest. Also die hat sich ganz schlecht verteilen lassen, ganz schlecht verblenden lassen. Und wenn man die mehrere Tage hintereinander benutzt hat, trocknet die irgendwie die Haut aus. Dadurch würde ich sie mir nicht nachkaufen. Wenn ihr sie kennt, habt ihr vielleicht andere Erfahrungen damit gemacht. Das waren 3 Gramm enthalten. Falls ja, schreibt mir das doch mal in den Kommentaren. Also ich bin unzufrieden gewesen damit. Für mich kein Nachkaufprodukt und ich bin echt froh, dass sie leer ist. Und dann habe ich mein Puder geleert, auch von Catrice, das All Matte Plus. Blick, hier steht September drauf, das kann gar nicht sein. Das All Matte Plus Scheinkontrollpuder kann man echt nicht sehen, ne? In der Farbe 15 Natural Beige. Ich habe hier echt September draufgeschrieben. Hier. Ich hatte mir auf meinem Puder und auf meinem Concealer mal markiert, wann ich die aufgemacht habe.
weil ich wissen wollte, wie lange das wirklich hält. Aber ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass ich ein Jahr lang mit dem Puder ausgekommen bin. Ja, mag gut sein. Ich habe dieses Jahr ja nicht viel Make-up benutzt. Aber ich denke, mal ein halbes Jahr komme ich mit einem Puder hin. Habe ich bereits nachgekauft. Aktuell habe ich ein anderes in Verwendung, was ich damals. War das zu Weihnachten? Ich weiß das nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich damals von der lieben Nadel ja mal ein kleines Päckchen bekommen gehabt. Und da war auch ein Puder mit drin, das benutze ich aktuell. Und wenn das dann alle ist, habe ich mir das schon wieder nachgekauft, weil das ist ja mein All-Time-Favorite. Ja, so, jetzt muss ich nochmal gucken, ob irgendwas abgestürzt ist. Nee. So, das war's mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu lange aufgehalten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über Kommentare freue ich mich natürlich sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!